Ja, ich glaube, es war im Winter 2014, also Anfang 2014. Da habe ich so eine Meditation gehabt und das irgendwie so gespürt, ich bin zu Shri Matajis Geburtstagsfest eingeladen. Sie ist ja 2011 gestorben. Aber dieser Wunsch war dann so groß, nach Indien zu fahren. Und ich habe dieses Glück gehabt, ich habe es der Annemarie erzählt und die Nadja ist dann auch mitgefahren. Wir waren dann drei Frauen, die eben im März 2014 nach Indien geflogen sind. Wir waren eine Woche in Vashi. Ich war bis dahin nie so mutig, nach Vashi zu fahren, aber das hat sich so ergeben. Und wir haben so einen Flug gehabt über Brüssel, das war extrem so lang. Und wie ich dann in Vashi von der Ärztin untersucht worden bin, hat sie mir eben den Blutdruck gemessen und hat gesagt, den schreiben wir jetzt einmal gar nicht auf. Und dann habe ich halt diese Woche so die Treatments waren und sie hat dann gesagt, your treatment is to rest. Also ich durfte mich ausrasten. Und ja, dann habe ich gemerkt, dass jeden Tag besser gegangen ist und dann am vorletzten Tag habe ich meinen Sari angezogen und habe mich so gut gefühlt. Und wir sind eine Woche geblieben und dann sind wir zum Geburtstag nach Nirmal Dham, wo Shri Matajis Grabmal ist. Und das war sehr beeindruckend. Also ich habe noch nie so viele schöne Blumen an einem Platz gesehen. Ganz, ganz großartig. Und es war dann auch so ein nettes Erlebnis im Hotel. Wir waren in einem schönen Hotel da in Delhi. Und wir haben uns den Sari angezogen. Es war so heiß. Und ich bin dann zu dem Hotelmanager und der sieht mich, sagt er, ich schicke Ihnen jemanden, der uns heute halt den Sari dann schön anzieht. Weil da gibt es eben diese Tricks und wir waren dann gut angezogen und sind dann eben, wir wollten zum Blumengeschäft fahren, aber in Indien kommt man immer dorthin, wo man hinkommen soll und nicht dorthin, wo man will. Und es war dann so ein Stand an der Straße. Und dieser Mann hat da dieses Blumengesteck gemacht und es war so zum Zuschauen so lustig. Er hat dann Gladiolen genommen und Bartnelken, so österreichische Blumen, auch Rosen. Und wir haben ihm dazu geschaut, wie er da ganz liebevoll eigentlich dieses Gesteck arrangiert hat. Und dann sind wir eben zum Puja. Das waren riesig viele Leute dort. Das ist so ein schönes Gelände mit so schönen Blumen und Gras. Und dann war so ein netter junger Mann, denn der hat mich im Flugzeug, glaube ich, hat er mich gesehen. Und der hat mir dann auch gesagt, wie man halt zu einem Sessel kommt oder so irgendwie so Sachen. Und dann das hat ja sehr lange gedauert, diese Feierlichkeit, und dann war man schon so hungrig. Und ich habe mir gedacht, nirgends hat man was zu essen gesehen. Und dann hat man ein Yogi von Australien war der. Und der hat dann gesagt, na, beim Essenszelt, dort gibt es was. Ne? Und es war so großartig. Ich habe noch nie so viele süße Sachen gesehen, auch diese in Fett gebackenen Ringe, die mit Honig gefüllt sind, so ganz ein großes Gefäß war das und die Torten in Rosa, in Blau, in Gelb und der hat dann nur so mit der Hand auf den Teller gegeben, also diese keine Tortenstücke wie bei uns, aber das war so eine Fülle und ich habe gedacht, ja. Wenn man zum Mutters Geburtstag kommt, dann bekommt man auch eine gute Torte, bekommt man auch was Gutes zu essen. Ja, wir waren dann auch in Bombay, in Elephanta, auf dieser Insel. Das war auch ganz ein schönes Erlebnis. Das sind so Höhlen auf einer Insel, wo eben Shri Mataji auch einmal war und wo dieser dreiköpfige Shri Shiva ganz unbeschädigt ist, weil wie die Portugiesen diese Statuen zerstört haben rundherum, war da so ein großes Holz da davor. Also er war beschützt und wir haben so einen netten Führer gehabt und
Der hat dann zwei so Blumen uns gereicht und Räucherstäbchen und dann hat er eben gemeint, wir sollen Geld anbieten. Also wir konnten dort Mantras singen drinnen und er war auch so beeindruckt von unserer Hingabe eigentlich und von unserem Respekt für dieses Denkmal dort. Und ja, das war auch war sehr schön. Wir sind dann auch am Ganges gewesen eine Woche. Immer dazwischen im Hotel zum Waschen und zum ein bisschen Erholen, Relaxen. Und dann sind drei Wäscher gekommen in der Früh ins Zimmer, haben dein schmutziges Gewand eingepackt und Nachmittag war das dann in Zellophan gebügelt wieder da. Das war so toll, also wir haben das so genossen. Wir sind dann nur mit reinen Kleidern sozusagen gereist. Und am Ganges war es auch sehr schön. Also da waren wir halt in einem Ashram, waren glaube ich 8 Nationen dort. Und wir haben da sogar ein Fernsehinterview gegeben, weil sie dort einen Golfplatz machen wollen und dadurch auch viel von dieser ursprünglichen Natur zerstören. Und da ist dann wirklich, sind die Reporter gekommen und haben uns interviewt und wollten halt mit den österreichischen Yoginis auch ein Interview machen. Und das war auch eine besondere Erfahrung. Ja, ich war so dankbar, diese Reise war nicht immer so ganz einfach, aber es war wie so ein Strauß von wunderschönen Erlebnissen. Wir haben dort im Hotel, war die Polizeigarde, die hat ein Seminar gehabt und ich sage, wow, Annemarie, hast du die tollen Uniformen gesehen? Und wir sind dann hinuntergegangen und die wollten dann mit uns Fotos machen. Und das war so, ich mir dachte, wann erlebst du das? Das ist einfach, ja, es war großartig.